willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grate. Ich stehe heute nicht am Grill, sondern in der Küche und das hat den Grund, dass wir heute Spare Ribs im Backofen zubereiten werden und wie das wunderbar auch im Backofen funktioniert für die perfekte Konsistenz und Geschmack, das zeige ich euch in diesem Video. Los geht's! Wir fangen an, indem wir den Backofen vorheizen, und zwar braucht der Backofen eine Temperatur irgendwo zwischen 140 und 180 Grad. Da irgendwo solltet ihr den einpendeln. Wenn er ein bisschen schwächer ist, lieber ein bisschen höher. Wenn er ordentlich stark ist, reichen 140 Grad Dicke. Und dann kümmern wir uns um die Spare Ribs. Bei den Spare Ribs müssen wir als allererstes einmal hinten die Silberhaut entfernen. Dafür nehmt ihr euch einen kleinen Löffel und geht hier hinten einfach mal zwischen den Knochen oder auf den Knochen, da wo ihr gerade am besten drunter kommt. Das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach immer so ein bisschen unterschiedlich. Da geht ihr drunter. Wichtig ist, dass ihr nicht ganz am Ende der Spare Ribs runtergibt, geht, sonst kriegt ihr da nichts zu fassen. Und hebt dann einmal die Silberhaut so ein bisschen an. Wenn ihr die habt, nehmt ihr euch einen Zeber. Mit dem Zeber könnt ihr nämlich diese Silberhaut, die ist so ein bisschen glitschig und rutschig, die kriegt man nicht so gut zu fassen. Mit dem Zeber allerdings ist das überhaupt kein Problem mehr und die Silberhaut lässt sich richtig gut greifen. Die zieht ihr dann einmal hier ab und reißt sie dann über die gesamte Rippchenhälfte einfach nach unten runter. Wunderbar. Dann ist sie weg, das kann nachher mein Hund haben oder können eure Katzen haben oder was auch immer. Und dann sind die Rippchen erstmal zum Würzen vorbereitet. Fürs Würzen nehmen wir uns am besten einen Trockenrub. Trockenrub heißt, wir nehmen uns einfach eine Gewürzmischung eurer Wahl. Ich habe jetzt diese hier. Ihr könnt auch eine andere nehmen. Rip Rip Hurra von Klaus ist ganz gut. Oder alles andere, was zu Schweinefleisch passt. Das ist reine Geschmackssache. Ich nehme jetzt diesen hier und damit werden wir großzügig unsere Rippchen hier würzen. Wobei großzügig müsst ihr vorsichtig genießen, denn Rippchen haben nicht allzu viel Fleisch an sich. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Rippchen selber an. Aber häufig kann man Rippchen auch ein bisschen überwürzen, wenn man damit übertreibt. Und das möchten wir nicht. Deswegen gucken, alles was hängen bleibt, das machen wir auf jeden Fall dran. Und das was nicht hängen bleibt, ist dann aber auch schon zu viel Würze. Aber es sollte überall ein bisschen was dran sein. So, das drücken wir schön an den Rippchen fest. Was runterfällt, das kommt an die Kanten. So. Und natürlich von beiden Seiten. Hätten wir die Silberhaut gerade nicht entfernt, würde das Gewürz an der einen Seite eben nicht haften, es würde nicht ins Fleisch einziehen und dann hätten wir das Problem, dass wir da nachher geschmacklich im Mund kaum was von haben und das Gewürz wäre verschwendet. Deswegen kommt die Silberhaut weg. Außerdem ist die im Mund so ein, ja, so ein zäh wie Papier, nicht so schön vom Mundgefühl her. Wir wollen ja nachher richtig zarte Rippchen haben, darum geht es uns ja. Und dann würde die Silberhaut da in dem Punkt nur stören. Am besten lasst ihr jetzt die Rippchen nochmal 2 Stunden im Kühlschrank schön einziehen, am besten einvakuumieren oder zumindest irgendwie in eine luftdichte Verpackung rein. 2 Stunden einziehen lassen oder wenn ihr die Zeit nicht habt, packt ihr die so einfach in den Grill. In den Backofen. Ich bin schon wieder beim Grillen. Das Ganze machen wir jetzt mit der zweiten Rippchenleiter genauso. Wir stellen unsere Rippchen jetzt zur Seite und kümmern uns darum, dass wir die Rippchen jetzt gleich schön dämpfen können, weil damit kriegen wir die schöne Konsistenz hin, die wir haben wollen, dass sich das Fleisch richtig schön vom Knochen löst und das bekommen wir so im Backofen am besten hin. Dafür nehmen wir uns jetzt gleich ein bisschen Apfelsaft. Den Apfelsaft werden wir in eine Auflaufform geben, beziehungsweise hier in so eine IKEA Consis Schale. Finde ich dafür optimal, kennt ihr mit Sicherheit, wenn ihr Grillfans seid, aber auch für den Heimgebrauch perfekt. Einen ganzen Liter Apfelsaft, denn es ist wichtig, dass wir hier permanent wirklich Dampf in unserer Form gleich haben. Sollte die Flüssigkeit während des Dämpfens ausgehen, haben wir das Problem, dass uns die Rippchen austrocknen und das Ergebnis wird dann miserabel. Also wirklich darauf achten, dass genug Flüssigkeit hier drin ist. Dann kommt hier jetzt noch ein bisschen was an Würze rein. Und zwar mag ich es ganz gerne, wenn ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Knoblauch da drin ist. Dafür habe ich mir jetzt hier schon mal so 2 Knoblauchzehen genommen. Diese Knoblauchzehen, die werden wir einmal andrücken, dass sie so ein bisschen Geschmack abgeben nachher. Und ich schneide die auch einmal in Viertel und tue die dann einfach hier verteilt mit rein. Genauso auch mit der zweiten. Ja, da reicht es die zu Hälften und dann kommt die auch mit hier rein. Genauso machen wir das auch mit dem Rosmarin. Da möchte ich auch so ein bisschen die ätherischen Öle von raus haben. Das heißt, ich drücke mal so ein bisschen auf dem Rosmarin rum. Wenn er frisch ist, geht das ganz gut. Und dann schneiden wir den so ein bisschen an. Also einfach mit dem Messer so grob drüber. Dann riecht man das auch direkt schon und dann weiß man, alles klar, der gibt gleich Geschmack ab. Und der kommt jetzt hier mit rein. Ja, unten in die Flüssigkeit.
Jetzt kommen unsere Rippchen auf dieses Rost hier drauf. Bei der IKEA Consis Form ist dieses Rost bei der Schale mit dabei. Wenn ihr eine Schale ohne so einen Rost habt, dann müsst ihr euch irgendwas überlegen, dass die Rippchen nicht in der Flüssigkeit drin liegen, sondern eben darüber, damit sie gedämpft werden und nicht gekocht werden. So. Jetzt müssen wir das Ganze luftdicht verschließen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt diese Consis-Form und habt noch eine zweite Form, die hier andersherum hier drüber gebt und macht die dann mit Klammern hier fest. Das funktioniert manchmal sehr gut. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann eben besonders viel Dampf trotzdem noch austritt. Und häufig ist es mir dann passiert, dass die Rippchen doch ausgetrocknet sind. Und das möchte ich zwangsweise vermeiden. Und deswegen finde ich es immer noch mal einen Ticken sicherer. Ihr nehmt doch einfach Alufolie. Man kann auch diese zwei Schalen nehmen und dann Alufolie außenrum. Wenn ich dann aber trotzdem Alufolie brauche, nehme ich diese Alufolie direkt. Und damit wickele ich das Ganze jetzt hier luftdicht ein. Den Backofen haben wir eben schon auf 180 Grad vorgeheizt und da kommt es jetzt für über 2 Stunden rein. Und zwar braucht es 2 Stunden, wenn die Flüssigkeit unten am Kochen ist. Und die Flüssigkeit braucht so eine Viertelstunde, 20 Minuten zum Kochen, also brauchen wir 2 Stunden 15, 2 Stunden 20 Minuten circa. Zwei Stunden, 15 Minuten später haben wir unsere Spare Ribs jetzt aus dem Backofen rausgeholt und ich sehe jetzt schon, es hat alles funktioniert. Wir haben noch genügend Flüssigkeit in diesem Paket, weil es ist noch so leicht aufgebläht und wir sehen hier so ein bisschen, wie wirklich oben der Dampf an die Alufolie schlägt und wie das Ganze dann wieder zu Wasser wird und wieder runtertropft. Und somit haben wir die Spare Ribs hier wirklich die ganze Zeit im Dampf drin gehabt. Das heißt, wenn wir die jetzt auspacken, müssen wir aufpassen, weil an Dampf kann man sich ganz schön die Finger verbrennen. Riecht einfach fantastisch. Im ganzen Haus riecht es schon danach. Ich habe mich schon mega drauf gefreut. Die Spare Ribs sind jetzt aber noch nicht fertig, weil wir müssen jetzt noch einen Schritt machen und müssen die glasieren. Dazu lasse ich die einfach hier drauf und werde jetzt gleich mit der Barbecue-Soße werde ich die einpinseln. Dann kommen die nochmal für 15 Minuten in den Ofen. Das Glasieren ist einfach dazu da, diese Barbecue-Soße an die Spare Ribs ranzubringen. Das bringt nochmal ein bisschen mehr Geschmack ran. Und wir haben ja jetzt diese Spare Ribs im Backofen nicht räuchern können. Das heißt, wir haben keinen Rauchgeschmack. Wir haben keinen Rauchgeschmack da dran und wir haben hier Liquid Smoke in dieser Barbecue-Soße drin. Und damit kriegen wir nochmal so ein bisschen Rauchgeschmack auch wirklich an die Spare Ribs dran. Richtige Kenner werden das unterscheiden können. Ich sage jetzt mal, für den, der einfach Spare Ribs genießen will, der kann zwischen Liquid Smoke und wirklich geräucherten Spare Ribs kaum einen Unterschied machen. Außer vielleicht nachher von der Optik, so einen Rauchring haben wir natürlich hier nicht dran. Aber damit pinseln wir die jetzt erstmal ein. Pinsel natürlich beide Seiten ein, dafür müssen wir die umdrehen und da müsst ihr wirklich aufpassen, dass euch die nicht auseinanderfallen. Das heißt beim Umdrehen vorsichtig sein, weil wir sehen hier richtig schön schon die Knochen rauskommen, wenn wir mal hier hingucken, wie die Knochen sich schon vom Fleisch gelöst haben und wie sehr die hier durchbiegen. Da ist nicht mehr so viel Spannung drin. Vorsichtig umdrehen. Wenn wir dann unsere gewünschte Menge Barbecue-Soße auf den Rippchen drauf haben, dann packen wir sie einmal wieder bei 150 Grad circa in den Backofen für 15 Minuten, lassen die Barbecue-Soße so ein bisschen antrocknen, ein bisschen karamellisieren. Den Vorgang könnt ihr auch gerne noch 2-3 Mal wiederholen, wenn ihr dickere Schicht Barbecue-Soße dran haben wollt oder ihr tunkt nachher die Rippchen in Barbecue-Soße rein, wenn ihr mehr Barbecue-Soße braucht. Einmal wieder in den Backofen. Keine 3 Stunden später sind unsere Spare Ribs fertig. Super gegart, schön mit Barbecue-Soße eingerieben. Und jetzt würde ich sagen, bleibt es an mir zu verkosten. Und ich freue mich richtig drauf. Spare Ribs sind jedes Mal wieder ein Highlight für mich. Ich zeige euch erstmal, wie das mit den Knochen aussieht, weil das ist ja so das, wo man erkennen kann, ob die sich auch wirklich gut lösen, ob die Spare Ribs gut geworden sind. Da brauche ich gar nicht viel machen. Schaut euch das an. Der Knochen geht einfach so raus. Ich mache mal noch einen zweiten. Ja, so. Ja, den nehme ich mir direkt.
Kann man direkt mal probieren. Gut, auf euch. Ja, ich würde sagen, perfekt. Von der Konsistenz sehr schön, sehr weich. Genauso wie ich es mag. Löst sich perfekt, ist wirklich sehr weich und hat trotzdem noch den Biss von Fleisch. Ganz zartes, weiches Fleisch. So muss das sein. So müssen Sparrows für mich schmecken. Auch mit der Barbecue-Soße. Wunderbar. Sehr schön, auch wenn keine Räucherphase dabei war. Aber im Backofen kriegt man es nicht besser hin. Ich würde sagen, das ist das optimale Rezept für einen Backofen für zu Hause. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nachmacht, wenn ihr mir wieder in die Kommentare schreibt, wie euch dieses Rezept gefallen hat. Natürlich auch für andere. Das heißt, tauscht euch unten aus. Wir sind hier eine super Community und ich würde mich freuen, wenn wir wachsen würden. Das heißt, abonniert diesen Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.